Ich will mit Photopea ein Bild zuschneiden. Mein Name ist Pirmin Lehner. Photopea läuft übers Internet, also hier im Webbrowser. Und immer wenn ich da wieder reingehe, dann ist das Ganze auf Englisch. Ich will das kurz umstellen auf Deutsch. Lade nun ein Bild hoch oder rein unter Öffnen. Dieses hier. Öffnen und ich staune, die Datei ist etwa 20 MB groß und es geht unglaublich schnell. Mit Alt- und Mausrad kann ich hier die Größe auf dem Bildschirm verändern und ich will das Bild hier auch noch drehen. Hier unter Bild, transformieren, 90 Grad drehen. So. Und jetzt kommt der Zuschnitt. Hier haben wir das Zuschneidwerkzeug und wenn ich hier lang drauf drücke, sehe ich alle Varianten. Ich gehe hier auf Freisteller und wähle irgendeinen Ausschnitt von diesem Bild hier aus. Ich kann, wenn ich den Ausschnitt gewählt habe, diesen Ausschnitt noch herumtragen. Ich kann hier an diesen Nägeln auch herumzupfen und ich könnte auch den ganzen Ausschnitt ein bisschen drehen. Ich lasse das mal mit der Drehung, so weit, so gut. Ich bestätige das mit dem Haken hier oder drücke die Enter-Taste, dann wird das Bild so zugeschnitten. Ich mache das wieder zurück, ich gehe hier im Protokoll eines zurück und mache den Zuschnitt nochmals mit einer Drehung und mit Alt-Mausrad wird das Bild auf dem Bildschirm noch ein bisschen vergrößert. Ich sehe hier, diese Flucht der Mauer ist ein bisschen schräg und das will ich hier entsprechend anpassen. Ich mache wieder einen Ausschnitt, drehe nun hier, wenn ich außerhalb der Ecke stehe, an diesem Ausschnitt, stelle den noch ein bisschen nach links und bestätige wieder mit dem Haken. Jetzt stimmt diese Flucht hier, hier rechts stimmt es nicht ganz, macht nichts. Ich gehe nochmals zurück. Ich mache das ein drittes Mal und wenn ich jetzt zu heftig drehe, ich gehe hier wieder mit dem Pfeil außerhalb dieser Auswahl hin, drehe am ganzen Ausschnitt und ich mache das nun extra ein bisschen zu heftig. Ich ziehe das noch ein bisschen nach rechts, denn hier oben hat es ja gar kein Bildmaterial und hier unten ist es auch schon beinahe kritisch. Wenn ich jetzt zuschneide, hier beim Haken, dann fehlt hier Bildmaterial, das bleibt also durchsichtig. Klar, ich könnte jetzt mit dem Kopierstempel hier noch ein bisschen Mauer rüber kopieren, dann würde das gehen. Dann habe ich sicher die Skates hier ganz auf dem Bild. Das war's.